Hallo und herzlich willkommen zurück zum Neffe-Abenteuer Minecraft, also Let's Play Minecraft 1.16 Snapshot. Da haben wir noch einen vergessen. Bitte nicht in mich reinlaufen, damit ich dich schlage. Ne? Will ich nicht schlagen. Und wir müssen noch ein bisschen leveln, deshalb noch ein bisschen Quarz abbauen. Tut mir leid, dass ich das jetzt im vorigen Part und jetzt schon so recht viel mache. Ja, schon. 2 Stacks und 15. Ist aber das Beste zum Leveln, weil im Neffe gibt es immer noch zu wenig Monster. Okay, wurde angesammelt. Ohne Ton. Dass manche Blöcke keinen Ton macht oder Items, die angesammelt werden, manchmal keinen Ton gibt, das gibt es schon lange, oder? Okay, das ist auch ein cooles, dass es hier Bubbles gibt. Das ist ziemlich schön gemacht. Ah, guten Tag. So langsam wieder zurück, ich finde einfach keine neuen Biome. Wo sind denn die? Gehen wir nochmal hier hoch. Ich will ja auch noch ein bisschen Glowstone haben, aber die sind immer so weit oben. Das ist ein neues Biom. Ah, das ist wieder das gleiche, ja. Das ist ein neues Biom. Gut. Dann schauen wir uns nochmal um. Ich brauche halt eine Sägetouch. Okay. Okay. Das kann ein hoch werden. Ich habe es ein bisschen kämpfen lassen. Ich habe extra schlecht gekämpft, aber... das Hochwerfen macht kaum Schaden. Okay, wir nehmen mal diese Sachen mit. Wenn wir das abbauen. Das ist Stein, ne? Erde mit der Spitzhacke abbauen. Ja, ist wirklich. Hä? das ist voll merkwürdig. Ach, wie schön. Ah, da oben haben wir Glowstone. Wie schön eigentlich der Wald ist. Boah, ich wäre fast noch runtergefallen, wenn da noch ein Loch war. Ah, die lassen sich nicht... Schere. Ich weiß es ganz genau, dass die Schere das macht. Nicht? What the fuck? Glowstone, hier haben wir kein Ding. Also ich brauche noch Glowstone. Irgendwie ist dieses Netherrack irgendwie nicht mehr so schön. Jetzt. Ich fand das alte Netherrack viel schöner. Viel schöner. Büschen, die Büschen. Was man die braucht, weiß ich nicht. Ist noch ein Baum drin. Okay. Da ist noch ein Soldat von diesen Schweinen. Kann man jemand sagen, wie die heißen? Die Nobs oder so heißen. Oh, wie schnell der gekommen ist. Ansturm! Jetzt sind wir Level 30. Also hier ist überall das Biom. Das neue Biom, sehr groß. Okay. Ich möchte diese Laternen noch mitnehmen. Das ist eigentlich sehr praktisch, dass die so viel gibt. Aber mit dem welchem Gegenstand? Wegen welchem Werkzeug? Mit dem Schwert.
Geht mit allem, ja. War einfach schlecht. Langsam. Hallo. Ich möchte noch mehr haben. Cool, dass die im Pilz war, also im Baum wachs. Geil. Ich bin im Schlaraffenland. Überall Süßigkeiten. Das ist auch irgendwie ein Remix von einem Minecraft-Lied. Sehr gut. Wieso kann man die Blöcke mit keinem Gegenstand schneller ab? Kein Sinn. Was ist das für ein Geräusch? So. Fertig. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen oder ein neues Biom finden. Jetzt nach Hause gehen, kräften, zaubern und ja. Wie süß, das ist noch Ding. Ist noch nicht aggressiv. Eigentlich wieder ein Schwein. Kann man nicht so gut Ding, also wird einfach getroffen. Mhm. Mhm. Eindeutig, ja. Mhm. Schon klar, mhm. Jetzt muss ich nur schauen, wie man wieder nach Hause kommt, ja. Sind wir einfach zu weit unten? Haben wir noch Platz? Ja, noch locker Platz mit dem Globster. Oh, so schön. Ei, glitzert. Ganz gut, eh? Schön hell. Send mich an irgendwie so ein Kirchen. Ja, Kerzenbeleuchtung irgendwie. Aber es hat sich auch verändert, das Glowstone, das sieht man. Einfach schön. Einfach schön. Einfach krass. Wie es glitzert. Wie es Sounds macht. Ja, ja. Das ist so krass, so geil, so krass. So doppelt geil. Schön, wunderbar. Aber jetzt möchte ich gerne nach oben. Es könnte sein, dass wir jetzt ja, Lava erwischen, wenn wir hier hochgraben. Entfernen gleich mal sofort zurückgehen müssen. Ja, stimmt. Diese Sache mit diesen scheiß Eisenspitzhacken Qualitätsstandards, die sind schlecht. So, noch mal ein paar Nuggets. Haben wir auch schon fast zwei Steps. Ach Mist. Muss das sein, ein Gast neu? Gut.
Die sind wir mal weg, aber der Ghast möchte ich gerne töten. Wenn das geht. Wo sind wir hier durchgegangen? Wir haben keine Fackeln gesetzt. Weil wir natürlich sehr geizig sind. Ja. Eigentlich müsste ich ja wieder in die Richtung. In die Richtung mal und in die Richtung. Also in die Richtung. Ja. Okay. Ja. Über Berg und Tal. Gehen wir nach Hause in die nein. In die kältere Welt natürlich. So, irgendwo hier muss das Portal sein. Müssen die so zahlreich sein? Ha! Besseres Baby. Nicht das Baby. Nein, nicht das Baby. Okay, das Baby. Sehr gut. Ich gehe nicht auf kleine Wesen. Unfaire Art und Weise drauf los. Wie das aussieht, Klosterstab sieht jetzt aus wie Curry. Also, wie viel haben wir? Ja, so ungefähr 4 Pfeile verloren. Das ist nicht so schlimm. Nur 2 Hits haltest du aus. Löcher. Ah, da unten. Ja, wir nehmen noch alles mit, damit wir ein bisschen mehr als ein Level haben. Sieht manchmal den Unterschied zwischen diesem Block und dem darunter liegenden Block nicht so. Aber muss man natürlich schnell lernen. Musst du nicht angreifen? Ey, ich bin bald tot wegen dir. Manchmal haben wir kein Knockback, das ist auch nicht so gut. Ja. Ist unten noch. So. Haben wir noch mal ein Schweinchen? Das kann ich nachher gleich mal kurz noch mit euch zusammen, also ich sehe jetzt leider nicht, aber nachschauen wegen dem Namen dieser Monster. Haben wir irgendwo noch? Nichts mehr. Dort, na, das ist nur ein Durchgang. Ja, nicht in die Lava, Schalpen. Sehr gut. Also, Monster sind hoffentlich hier nicht. Ja, vielleicht eher Half-Steps auf den Boden. Ne? Das sah es wieder voll, ja. Wir Pilz. Verwirrpilz. So, alle Erze kommen hier rein. Erze backen. Und ja, der Pilz kommt nochmal hier hin. Das Grünzeug kann dann hier hinkommen.
So groß noch nicht gewachsen. Also. Keine Monster in der Nähe. Auf der Insel werden dann die ersten Monster auf Eis, können sie, glaube ich, gar nicht spawnen. Also, dann schauen wir mal kurz. Minecraft Java Version Snapshots. Pre-Release. Added Beast. Nein, das ist zu früh. 1.15. Das ist wahrscheinlich 20W6A. Added New Nether Blocks. Knockback Resistance is now a scale instead of. Probably. Add Hoglins. Also Hoglin heißt nicht Hops oder so, also Hoglins. Patrols no longer spawn and the place is close to a village. Added Meteorit. Souls and Volibium. Also es gibt einen Soul Sand Volley. Spiel Soul Sand. Und es gibt einen Warped Forest. Mehr nicht. Crimson Forest gibt's noch. Okay, Crimson. Das ist wahrscheinlich das andere. Das ist das rote, das Crimson. Gut, wir haben eigentlich schon ziemlich viele Blöcke, aber mit denen möchte ich natürlich nicht so etwas bauen. Ja, man kann mit Holz ein lila Holzhaus bauen. Lassen wir das mal noch und ja, es ist halt Nacht gewesen. Wir müssen halt warten auf das Zuckerrohr. Wir müssen hier bleiben. Ich werde vielleicht mal ein Haus hier bauen. Und kann leider die Bäume nicht anpflanzen. Muss man da echt irgendwie. Wo ist das andere? Der Warzenblock. Wieder muss das machen können. Scheinbar nicht. Ich muss mich echt noch besser informieren. Ich dachte, ich könnte alles blind machen, aber scheinbar nicht. Na gut. Können wir leider nichts machen draus. Oh, Schweinefleisch. Wie heißen sie jetzt schon? Hoglins. Also wie Goblins, einfach mit H. Ja, leider können wir jetzt gar nicht viel machen. Zuckerrohr verwenden, also Bohnenmehl, noch ein Mehl verwenden. Okay. Ich kann nicht zu viel sagen. Ja. Trauerranken haben wir doch bekommen. Also einfach mal alles rausnehmen, was natürlich ist. Da nochmal eine Kiste craften. Und zwar jetzt hier hinmachen. So, damit wir hier das Eisenerz reinlegen können, das Eisending reinlegen können. Und ja, dann brauchen wir sowieso nochmal Erde, nochmals Zucker anpflanzen. Ich hab's irgendwie falsch gemacht. Das ist das, weshalb. Hier noch ein bisschen sparen. So, hier kann man halt nichts. Ja,
Ja, sicherlich, ja. Kann ich eigentlich hier hoch mehr? Danke, liebes Spiel. Hoppla. So. Ich möchte eigentlich hier anpflanzen können. Ah, die sind automatisch abgebaut worden. So. So. Wie machen wir das? Ja komm, machen wir das einfach so. Sieht zwar nicht so schön aus, aber so umgestalten möchte ich es nicht schon. Hallo. Ah, so kann ich's. Lalala. Ich habe nichts gedacht. Nächstes Mal denke ich's. So, genau. Noch mehr Erde. Ja, jetzt müssen wir eigentlich. Wir müssen ja gar nicht so viel anpflanzen hier. Dann haben wir hier schon mal die Bäume. Ja, eigentlich schon, aber es wächst halt so langsam. Ja. Machen wir mal hier nicht und hier die Bäume. Weil das Haus geht jetzt sowieso hier mehr hin. Ach, wie schön gemütlich das hier ist. Nur der Regen. Der macht mich eben ein bisschen. Dann wachse, lieber Baum. Und hinterlasse mir gute Hölzer. So, du auch. Und ja, im Garten könnten wir noch eine Beleuchtung machen. Weil wir ja so schöne, nette Blöcke haben. Überall beleuchten. Ja, wunderbar. Und hier auch. Zwei sogar. Hier kann auch noch eine Beleuchtung hin. Und hier auch. Aber das Eis schmilzt wahrscheinlich dann immer noch. So, was ist das? Ist das Weizen? Wir haben hier Weizen hingetan. Sieht ganz komplett anders aus. Merkwürdig. Kann man irgendwie die Bären jetzt anpflanzen? Ja. Nein. Oh. Gut. So. Machen wir doch hier einen Weg. Auch aus Half Steps. Ja, ist dann noch. Man sieht den Unterschied auch nicht mehr so gut. Also wie müssen wir das machen? Wir müssen es eigentlich über Wasser machen. Und deshalb... Ja. Hier. Hier machen wir den Weg. Zu unserem schönen neuen Haus aus Neversaffen. Nein, nicht wieder. Hm. Das Eis gerutscht, auf dem Eis noch gerutscht bin. Ich bin wirklich glücklich, dass ich Ideen habe zum Bauen und Umsetzen. Wenn ich schon Probleme habe, hier einen Weg zu bauen, dann muss ich noch ein bisschen Übung haben. So viel mit Half Steps habe ich nie gebaut. Gelernt ist einfach heute viel zu schnell. So, weil jetzt Nacht ist, können wir auch kurz den Regen überschlafen, wenn das geht. Dass er nur hier schneit irgendwie. Komisch. Aber es ist wirklich ein schlechtes Biom. Zu viel regnet. Huh.
Schon wieder müde. Irgendwie ist das Wetter so sehr nebelig heute. Eigentlich ziemlich warm, aber nebelig. So, ich mache das noch schneller, dass endlich mal etwas geschieht hier auf unserem Eisschollen-Grundstück. Wieso haben wir jetzt hier Not Netter Gold Erz in Blöcken? Ist das wegen einer Explosion oder so? Oder haben wir die so gefunden? Und Quarz könnte man ja eigentlich auch bauen, ist ja auch Nefer. Das Quarz irgendwo hinstellen. Hm. Ja, wir gehen jetzt noch auf Erkundung. Ja. Im nächsten Part gehen wir auf Erkundung. Wir brauchen noch mehr Zuckerrohr. Und ja, angeln könnte man noch. Ja, aber wir brauchen ja Zuckerrohr. Ja, doch, wir brauchen Zuckerrohr. Also, kurz ein bisschen angeln. Für alle, die da nicht so interessiert sind, Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch mit euren weiteren Hobbys und Arbeiten. Oder auch Pennen. Tschüss. So, ich freue mich auf Angeln, weil ich angle eigentlich sehr gerne. Aber es ist manchmal echt zu langsam. Ich muss halt immer auch schauen, dass ich nicht so langsame Dinge mache, weil ich so ein Mensch bin, der eher gerne schnell hat. Komm. Ja, was gibt's eigentlich noch so zu reden? Habt ihr Angelglück? Ist ja das Achievement Anglerglück gerade gewesen. Habt ihr beim Angeln eigentlich viel Glück? Also in Minecraft ist es echt so gemacht, dass man schon recht viel Glück manchmal hat. Zum Beispiel, dass man 2 Kugelfische findet. Ja. Vielleicht gibt es sie hier öfters. Ich habe es auch mal gehört, dass es jetzt das Angeln biomabhängig ist. Stimmt das? Oder war es das schon immer? Ja, ich glaube, das ist wirklich biomabhängig, dass wir Kugelfische finden. Ja, machen wir ein paar Gifttränke. Ja, wieso nicht? Hm. Aber ich möchte einen Sattel haben. Also, einen Sattel haben wir, glaube ich, schon gefunden. Ah, okay, danke schön. Mr. Fichtenbaum, Sie haben doch eine an der Waffel. Ah, Nametag, sehr schön. Jo, komm. Also, ich habe euch gezeigt, dass wir 3 Kugelfische und den Nametag finden. Das finden wir jetzt als letztes. Ja. Ein Kugelfisch nochmal. Wow, interesting. Ich muss jetzt noch diesen Baum wegmachen. Und ich alle Setzlinge habe. Könnte jetzt eigentlich auch die Fichtenholzbette irgendwie hinstellen. Dann die ab so. Ah ja, sie gehen ja sowieso nicht unter. Also, geh weg. Fichtenholzbette. Ja. Ah ja, stimmt. Fische, gefährliche Monster. Okay, dann warte ich noch auf den Baum. Bis zum nächsten Part oder ja, irgendwann mal ein andermal. Tschüss.